Tag Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Dirt 5. In der Red Zone geht es weiter mit Ultra Cross nach Cape Town Stadium sowie Land Rush und noch Stampede. Also es wird auf jeden Fall ein actionreicher, aufreibender Part. Und ich denke, mit fast 300.000 Dollar in der Tasche kann man eigentlich auch mal überlegen, ob man mal wieder ein neues Auto kauft. Auch wenn wir natürlich mit dem 911er hier definitiv das Nonplusultra haben. Aber ich wollte sowieso immer mal den Lotus ausprobieren. Und wenn wir schon dabei sind, dann holen wir uns auch den Fiat. Zack, gekauft. Erstmal Lotus. Und ja, die Lackierung sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, oder? Das hat was. Das hat auf jeden Fall was. So, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich immer wieder mit euch zusammen eine Runde Dirt runter zu brettern. Und ja, wir sind in der Red Zone. Die Red Zone ist die letzte Zone, bevor wir dann dem Ultra Champ. Es gibt noch ein Finale danach, habe ich schon geguckt. Aber ich weiß natürlich nicht, wer das ist. Einer soll uns da noch herausfordern oder vielleicht im Turnier herausfordern. Irgendwas wird hier wohl noch nicht offengelegt sein. Und es stehen noch zwischen uns und dem großen Finale natürlich die Throwdowns. Da sind, glaube ich, auch nochmal 7, 8 Menschen, die uns herausfordern wollen. Das machen wir natürlich auch noch alles. Deswegen, da ist noch eine ordentliche Packung Dirt vorhanden und ja, das machen wir. Denn wir wollen das Ding natürlich komplett sehen. Alles, was geht, werden wir hier fahren. Weil es einfach ein geiles Rennspiel ist. Es hat mich vollends überzeugt. Die Frage ist natürlich, wird mich der neue Lotus auch überzeugen? Lotus ist eigentlich eine Marke, da kannst du nie viel verkehrt machen. Was müssen wir auf jeden Fall machen? Driften. Oh. Oha. Also Drift ist mit der Karre anscheinend nicht so das Problem. Driften kann die. Alter, die kann wirklich driften. Guck dich das an. Mit der kannst du gut driften. Das ist geil. Oh, die Strecke liebe ich ja auch hier, ne? Von außen vom Parkplatz durchs Parkhaus. Direkt in das Stadium. Hier eine kleine Runde gedreht. Wir sehen schon, da oben ist. Werden wir wahrscheinlich gleich einmal drüber springen. Eieiei. So. Ultra Cross. Yes. Geil. Die Strecke ist einfach geil. So. Fokussieren. Das sind 3 Runden. 6 Drifts haben wir schon. Und wir müssen auch eine gewisse Zeit in der Luft sein. Aber ja, ich weiß nicht, wie ich das beeinflussen kann. Außer, dass ich... Eieiei. Okay. Da hinten ist dann die letzte Kurve und dann geht es wieder durchs Ziel. Schwierig, schwierig auf jeden Fall. Auch in 3 Runden. Das wäre wirklich so ein Kandidat gewesen, wo man einfach mal 5 Runden fährt. Jetzt sind die natürlich extrem weit vorne da. Aber der Lotus hat eben auch einfach eine geile Beschleunigung. Jawohl, die Leitplanke ist mein Freund. Geil, oder? Einfach geil. Oh, und dann driftet sie zu weit. Da habe ich gar keinen Grip mehr. Ah, driftlastig ist die Karre auf jeden Fall. Hat aber auch wirklich Leistung bis zum Anschlag. Da muss man definitiv mit dem Gas mal wieder ein bisschen zurückgehen. Sonst kriegt die gar keinen Grip. Jetzt gehört sie auch so ein bisschen dazu, Schadensbegleichung zu machen. Denn ich habe das Gefühl, der erste Platz, der ist jetzt nicht unbedingt greifbar für uns. So. Hier waren eben noch definitiv Valenzen offen. Fahrtechnisch. Ah, wieder zu weit rausgedriftet. Oh, die ersten 3 davon, die machen es auf jeden Fall gut. Jetzt hier diese Schmankler. Und dann wieder in die Gerade und jetzt die langgezogene Rechtskurve, wo wir direkt den Drift einleiten. Einmal prallen und jetzt heißt Feuer. So. Alter, guck dir das an, der hat den 911er da vorne, oder? Jetzt heißt es einmal, vielen Dank. Dein Arsch ist meine Bremse. So, okay. Der Ultra Drift ist hier eigentlich nicht so gut. Dann habe ich meinen Platz wieder verspielt. Aber da haben wir schon wieder. Überleg mal, Alter, du holst dir einen Lotus und dann bretterst du erstmal voll durch den Dreck. Und dann bringst du nach dem Rennen das Ding wieder zurück und sagst, nee. Gefällt mir doch nicht so. Ich bin anders überlegt. So, 2. Platz. Unter gewissen Umständen könnten wir den da vorne noch erreichen. Die Umstände heißen, er macht einen Fehler und fährt gegen die Wand.
Das ist der Umstand. Aber die Chancen, dass der mir den Gefallen tut, sind gänzlich schlecht. So, okay, jetzt könnt ihr das nochmal für mich machen. Macht aber nicht. Okay. Aber ich würde nur sagen, solider zweiter Platz hier. Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, dass wir den noch kriegen. Aber war auf jeden Fall eine geile Strecke, geiles Rennen. Und ja, der Lotus, können wir festhalten, fährt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehr schönes Rennen. Ja, Leute, mit der Red Zone, das geht's auf jeden Fall nicht mehr wie das Brezelbacken. Ne? Hier wird nicht jedes Rennen mit dem ersten Platz belohnt, auch beim guten Fahren. Ich habe jetzt die erste Runde war nicht so herausragend, das gebe ich zu. Das gebe ich, da waren der ein oder andere Fehler war da vorhanden. Aber naja, gehört halt auch dazu. So, Land Rush. Ja, das ist mein Liebling. Die schönsten Fahrzeuge überhaupt. Ich weiß nicht, was ich da nehmen soll. Den Porsche wieder, oder? Der Porsche gefällt mir da am besten. So, da haben wir auch schon alle Lackierungen freigeschaltet, nehmen das Schinkomobil. Ne? Das ist jetzt die Lackierung, wie man ein Schwein schlachtet. Ohne Mist. Da steht einfach was steht da auf Lende, Schwarte und so. Und das sind die Markierungen, wo man schneiden muss. Das fällt mir gerade auf, aber ich habe es schon ausgewählt. Jetzt, wo ich es so verbalisiere, fällt mir auf, vielleicht hätte ich diese Lackierung nicht nehmen sollen. Ich als eingefleischter Vegetarier ist vielleicht nicht so passend, im Porsche vorzufahren mit dem Schlachtungsmerkmal eines Schweins. Aber vielleicht ist es genau das, was die anderen Leute zum Nachdenken anregt. So muss man das immer sehen. Man muss es immer nur gut begründen. So. Man nannte ihn das Schlachtvieh. Let's go. Da. Rückenspeck. Rippe, Rippe. Die Rippe ist hinten am Arsch. Alles klar. Da hat einer an Anatomie aufgepasst. So. Aber der Porsche ist definitiv von den Bullies hier der angenehmste. Habe ich schon mitbekommen. Bis auf diese komischen Leuchten da oben drauf. Ich habe das Gefühl, da haben sie sich vertan. Die gehören irgendwie anders. Das ist falsch. So darf das nicht sein. Okay, die 50 Meilen pro Stunde haben wir geknackt. Überhole in der Luft. Und 15 Drifts. Das ist wieder so ein Ding. Wie soll ich hier 15 Drifts hinkriegen? Aber wir versuchen es. So, das sollte der erste Drift sein. Nee. Das kannst du auch völlig vergessen. Die Karre kann gar nicht driften. Das ist das undriftigste Auto überhaupt. Das geht nicht. Ich gebe Vollgas. Doch, das zählt als Drift. Na gut. Da waren wahrscheinlich dann alle vier Räder doch mal im Schlittern. Oh, nee. Diese Rennen, die sind mir zu langatmig. Guck mal, ich gebe hier Vollstoff. Und wir gondeln hier ewig langsam durch. Mann! Gebt mir eine ordentliche Knatterkarre. Und die da vorne, das ist wieder alles so Hokuspokus. Wir reihen uns auf. Wir starten so und fahren zusammen Hand in Hand durchs Ziel. Fahr ruhig vorbei. Fahr vorbei. Auf der Geraden kriege ich dann doch mal ein bisschen Speedy Gonzales drauf. So. Oh Gott, hier rolle ich doch gleich wieder rückwärts runter. Rutschig runter. So, ich hab noch nicht einmal gebremst. Ich bin mal vom Gas gegangen, aber gebremst habe ich nicht. Wir kommen langsam ran, ne? Er bleibt auch konsequent im fünften Gang. Er denkt sich, nö, warum hoch und runter schalten? Brauche ich nicht. Im fünften Gang ist eigentlich alles möglich. Ui, das Wetter ändert sich. So. Ja, auch nur kurz vom Gas gegangen. Du bist so langsam, du so hier die Kurve durch. Ah, der Regeneffekt ist natürlich sehr, sehr geil. Guckt euch das doch mal an. Das sieht doch sowas von Hammer aus. Da macht das echt was her, ne? Auch das da vorne. Das Cockpit, dass das alles funktioniert, das sieht schon echt sehr, sehr gut aus. Aber. Großer visueller Kritikpunkt. Die Spiegel, die funktionieren nicht.
Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Irgendwie überkommt mich gerade ein Schnupfen. Das hätte man wirklich noch machen können. Dass die Spiegel funktionieren. Das ist heutzutage eigentlich Nonplusultra. Das brauchst du. Hatte das nicht sogar das allererste Need for Speed schon? In der Mitte ein Rückspiegel. Ich hatte das Gefühl, das hat irgendwie jeder gehabt. Das ist die beste Sicht. Da machst du aber die Spiegel weg. So. Aber die Spiegelung der Fahrzeuge in der Pfütze, die gehen. So, der hat hier vorne dieses komische Audi-Mobil. Der AI irgendwas. Völlig hässlich. Aber, ja. Fuhr sich ja eigentlich ganz geil. Und von der Beschleunigung her sieht er irgendwie auch gerade... Das ist ja der Beste, ne? Vielleicht sollte ich den auch nehmen. Weil der sieht halt so ultimativ hässlich aus. Wie so ein rollender Sarg. Ich kann nicht driften. Fürs Driften muss ich die Handbremse ziehen. Und dann fahren die anderen an mir vorbei. Das geht nicht. Hier, Kotelett, Schulter. Hör auf damit. Lassen Sie das. Alter, da kommt er. Der will auch noch was vom Speck abhaben. So, letzte Runde. Wird auch Zeit. Wenn die hier einfach mal... Ah, die Rennen sind teilweise viel zu lang gezogen. Unspektakulär. Oder? Das sieht ja schön aus hier, auch wenn man den Schnee so verdrängt und wie die Pfützen sich ausbreiten. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Herausforderung. Ah, er denkt jetzt, er muss hier einen auf dicke Hose machen, ne? Du mit deinem fahrenden Überraschungsei, ich bitte dich, mach dich nicht lächerlich. Oh. Schlimm. Das Heuschnupfen. So, wann kommt denn endlich das Ziel? Ihr sehnt euch doch auch nach dem Ende dieses Rennens. Aber wir sind alle direkt auf der Zielgeraden, werden mich zwei noch überholen. Wir wissen nicht wie, wir wissen nicht warum, aber irgendwer wird es schaffen. So. Und zack. Eine Rechtskurve und dann war es das, oder? Haben wir es dann endlich geschafft. Ich wusste es doch, oder? Da, Zielgerade. Es war so klar. Es war einfach klar, ne? Es war mit Ansage, dass sie mich da noch erwischen werden. Das ärgert mich auch gar nicht. Das war mit Ansage, das war klar, ne? Das war so klar. Naja. Er, der alte Cheater. Cheater! Ja. Gott. Da habe ich wirklich die hässlichste Lackierung überhaupt gewählt. Hässlicher geht nicht. So, aber nichtsdestotrotz haben wir auch dieses wundervolle Landrush-Rennen nun endlich abgeschlossen. Und jetzt geht's wieder um die wichtigen Dinge, nämlich Stampede. So, Stampede, das ist ja auch so meine Königsdisziplin, ne? Nicht. Performance, ach, was weiß ich hier, irgendwie so eine Karre. Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Nehmen wir die hier wieder. Nehmen wir einfach die. Stampede ist auch so ein bisschen zu langsam, ne? Also hier wieder die Karre, die hat einfach über 1000 PS, aber... Aber wie gesagt, na, ich habe ja beim letzten Mal erzählt, ich habe jetzt diesen Dirt-Film gesehen aus dem 2018. Da haben sie, also es geht ja auch um diese Dirt-Rennen, also dieses Fahrzeug, was wir jetzt hier haben. Von daher, das hat schon Bock gemacht, dazu zu gucken. Und da hatte ich direkt wieder Lust, hier eine Runde zu fahren. Deswegen habe ich ihn mir auch ausgeliehen, ne? Ich habe Dirt, diesen Film gesehen, dachte ich, ach geil, das passt ja. Hat eigentlich mittelmäßige bis schlechte Bewertungen bekommen. Aber ich dachte mir, wenn du gerade hier diese Rennen fährst, da wird dir eh gefallen. Und genauso war es auch. Die Story, völliger Müll. Die Synchro, absolut grottig. Aber einfach nur Autos, die durch den Matsch fahren. Und das machen wir ja auch gerade hier. Genau, und diese Fahrzeuge sind das. Hat gepasst, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, Drift und Überholen in der Luft und über 60. Ja, okay. Ne, die Karre hat auf jeden Fall mehr Bums unter der Haube, das gefällt mir. Das ist geiler hier. Oh, die Strecke ist auch wunderschön.
Meine Güte. Doch, das ist geil. Guck dir das mal an. Das Ding hat einfach Leistung. Ajo. Zack. Das war echt geil. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie nicht sogar für den Film aus echten Rennen das so zusammengeschnitten haben. Also es wurde auf jeden Fall von Rockstar gesponsert. Es war nämlich an jeder Ecke, so ziemlich in jeder Einstellung Rockstar-Werbung. Aber dachte ich mir, warum nicht? Kann man machen. Das Spiel hier ist ja eher von Red Bull gesponsert. Ne? Du kriegst Lackierung mit Red Bull, aber dafür nicht von Rockstar. Zu spitz genommen. So, die kriegen wir natürlich, oder? Da gibt es gar kein Wenn und Aber. Ja, dritter Platz, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Hier ist definitiv mindestens der zweite drin. So, jetzt ziehen wir innen dran vorbei, nochmal Handbremse nachgeholt. Und dann geht's los. Ah, zack. Na warte du, na warte, dich kriege ich noch. Einfach so schön, diese Wettereffekte. Kein Wunder, dass ich einen Schnupfen kriege. Wahrscheinlich wegen des Spiels. So, das war knifflig hier. Ah, war knifflig und ich gebe Gas. So. Hier muss ich aufpassen. Hier habe ich mich verlenkt. Jetzt geht es gleich wieder rechts rum. Den kriegen wir. Leute, den kriegen wir. Den kriegen wir. Ja, da haben wir beide gut gemacht, Freundchen. Okay. Boah, nicht schief springen. Fuck. Ja, nehmen wir ein bisschen enger. Ja, ja. Komm, komm, komm. Den kriegen wir. Letzte Runde. Hier ist noch alles drin. Jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich. Zack. Und hopp, direkt den Linkskurven-Sprung eingeleitet für die Linkskurve. Der will natürlich den Platz jetzt wieder haben, ne? Der sagt sich, du hast das ja ausgenutzt, natürlich. Eieiei, da gibt er mir eine mit. Das ist ein geiles Rennen hier. Also Stampede ist geil, kann ich mal merken. So, jetzt kommt der knifflige Part. Ah, Mann ey, die Kurve ist so spitz und so eng. Jetzt hat er mich, ne? Ja, war klar. Den schenke ich dir aber nicht. Komm. Aus dem Zweikampf muss ich ein bisschen abbremsen. Übelst geil, oder? Jetzt auf einmal wieder Sonne. Ah, fuck. Lass mich. Mann, jetzt hat er auch noch so einen Vorsprung. Jetzt wird's schwierig. Okay, jetzt haben wir ihn. Ah! Fuck! Das wär's gewesen, ey. Da ihm noch eine mitgeben. Okay, jetzt breit machen, dass er nicht dran vorbeikommt. Einen zweiten Platz wenigstens noch mitnehmen. Geiles Rennen! Geiles Rennen! Schade! Zu sicher gefühlt, dass ich den ersten Platz hier kriege. Sehr, sehr geiles Rennen. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, so ist es, ne? Einmal gerade in diesem engen Tunnelsystem da verlenkt. Und zack, ist der erste Platz. Puff, ist er weg. Da ist er weg. Da hatte ich keine Chance mehr gesehen. Ich hatte so gerade sogar noch Angst, dass der hinter mir dran vorbeizieht. Aber da konnte an meinem dicken Arsch gab's keinen Weg dran vorbei. Ja. So. Machen wir noch einen. Ice, Ready Raid. Ice, habe ich irgendwie Lust drauf. Komm, darf ich in den Polo nehmen? Ah ne, wir dürfen den 911er nehmen. Oder den. Nehmen wir mal den hier, auf den habe ich wieder Lust. Den 94, was war das, 924er oder so, ne? Der Porsche, der überhaupt nicht nach einem Porsche aussieht. Oh, das war geil, das war geil, das war geil. Das war einfach mal wieder ein geiles Rennen. Das hat gerade Spaß gemacht. Das war richtig cool. Svolvær Overlock Rivers Norwegen. Okay, Icebreaker. Icebreaker ist geil.
Das heißt, ordentliche Schlitterpartie, hier brauchst du eine Karre mit ordentlich Bums. Oder eine, die extrem leicht ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mir der Polo bis jetzt fahrtechnisch am meisten Spaß gemacht zumindest. Aber ich glaube, mit der Karre ist es auch. Das wird Laune machen hier. So, mit dem 911 hätten wir es natürlich auch machen können. Klare Sache. Der 911 ist wirklich vom fahrtechnischen Verhalten her eigentlich die Karre, die universal einsetzbar ist. Aber die Karre hier ist einfach, die ist, denke ich, ein bisschen schwerer, habe ich so das Gefühl. Ein bisschen behäbiger, aber gerade auf diesen Schlitterpartien macht sowas einfach Spaß. Oh, die Eisrennen hier, die sind cool. Genau, das. Mit der Karre kannst du eben den Dauerdrift machen, ne? Zack, zack, zack. Und in der letzten Runde, da bricht das Eis dann auf, weil du alles weggeschmolzen hast. Alter, 5 Runden, jetzt wollen sie es aber auch wissen. So, eine Herausforderung ist, 100 Sekunden auf dem ersten Platz zu sein. Kann man machen. So, sehr weit rausgedriftet, da kam der hinter mir relativ dicht ran. So, okay. Geile Strecke auf jeden Fall. Wirkt jetzt erstmal nicht so schwierig. Aber ich denke, die Karre war auf jeden Fall die richtige Wahl. So, da tickern die letzten Sekunden vorbei. Oh, der hat auch den Porsche hinter uns. Da tickern sie rum. Ich weiß gar nicht, warum sie in diesem Spiel keine Drift-Events eingeführt haben. Ja, da ist der Zähler wieder auf Null. Ganz schlecht von mir gedriftet, viel zu weit raus. Ah, hier geht's nochmal links rum. Zack, da habe ich dich. Einmal kurz angebremst und dann innen dran vorbei. Aber jetzt müssen wir auch erst nochmal bei die 100 Sekunden vollkriegen. Denn die Zusatzherausforderung, die wollen wir natürlich auch haben. Klare Sache, ne? So, 20 Sekunden. Na, das wird schwierig. Der C. Martin da hinten, der bleibt dran. Na, der wittert hier noch seine Chance, auf den ersten Platz zu kommen. Na, das merkt man. Der alte Eisraser. Und wieder zu weit rausgedriftet. Ganz schlecht. Jetzt ziehen sie dran vorbei. Nee, habe ich nochmal Glück gehabt. Da hat er nochmal Glück gehabt. Und zack. Jetzt haben wir wieder einen leichten Vorsprung. Vorsprung würde ich das nicht nennen. Ah, das ist wieder dieselbe Kurve, oder? Das war doch wieder... Nee, hier. Die Kurve ist schwierig, Alter. Die ist ellenlang. Aber... Irgendwie da den richtigen Winkel zu finden, ist gar nicht mal so einfach. Oder war es die? Die hier war es, ne? Ja, die war es. Absolute Kackkurve. Aber ich kann den ersten Platz verteidigen. Okay, jetzt kriegen wir es voll. Ne, jetzt kriegen wir es voll. Jawohl, letzten Sekunden, komm. Und zack, mach einen Haken dran. Hammer. Boah, gerade die letzten Kurven, nicht mehr merken, die letzten drei Kurven, da ist wirklich knüppelhart. Die wirken easy, aber dadurch, dass man, wenn man Vollgas gibt, so weit rausdriftet. Das Ding ist auch, du siehst ja hier das Eis auf der Strecke und dort, wo Schnee ist, da bremst sich dann nochmal aus. Man merkt wirklich den Unterschied zwischen Eis und Schnee. So, vorletzte Runde. Noch ist das Ding nicht gewonnen. Da kann noch einiges schief gehen. Moment, da wird noch einiges schief gehen. So, hier eher ein bisschen langsamer reingehen. Und zack, jawoll. Da machen wir einen Sack dicht. Und jetzt enge Kurve nach außen driften. Und direkt durchs Ziel. Zack, letzte Runde.
Jawohl, so muss das sein. Eigentlich kannst du wahrscheinlich hier so einen Riesendrift einleiten. Direkt in die Kurve übergehen. So, der Weg ist wahrscheinlich der beste. Dadurch, dass man hier direkt in die Linkskurve gehen kann. Einmal Handbremse ziehen, Arsch wieder rum. Ja, und zack. Manchmal ist das gar nicht so schlecht, hinten im Arsch noch anzudotzen. Dadurch, dass man dann abgeprallt wird und komplett gegenlenkt. Die Fahrphysik hier ist absolut geil. Das macht so einen Spaß. So, da ist Ziel. Die lassen nicht locker hier. Die lauern immer noch. Aber da könnte lange lauern. Da meint man einen Fehler. Und das ist unser Sieg. Sehr schön. Den lassen wir uns nicht nehmen. Leute, ich würde mal sagen, wir machen sogar den unten den Pathfinder noch dran, oder? Denn sonst müsste ich den nächsten Part beginnen mit dem Pathfinder und nee. Pathfinder macht zwar Spaß, aber ist von der Herausforderung her mit eins der schlimmsten Events. Weil die Fahrphysik, das gibt dieses Physiksystem nicht her hier. So, Pathfinder mal, oder? Nee, wir haben auch noch Rally Raid. Haben wir ja auch noch. Nee, dann nicht. Dann nicht. Dann machen wir als nächstes weiter mit Rally Raid und dann Pathfinder. Und dann haben wir sowieso ein komplett neues System hier freigeschaltet. Ja, das ist gut. Deswegen beende ich jetzt mal den Part und ihr seid natürlich ganz heiß auf den nächsten. Deswegen einfach Abo, Like da lassen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Ciao.